weiteren Ausgabe von Ellermanns Welt. Auch wenn es hier draußen kalt ist, ich als Captain begrüße Sie ganz herzlich mit einem fröhlichen Hummel Hummel. Heute wird das Faschingshaus zum Stiftungshaus oder das Stiftungshaus zum Faschingshaus. Auch wenn schon der Aschermittwoch war, feiern wir mit Ihnen, liebe Fernsehzuschauer, noch einmal Karneval. Denn die Stiftung, die Ellermanns Stiftung, die in diesem Jahr 10-jähriges Jubiläum feiert, die ist natürlich in diesem Jahr auch wieder beim Fasching dabei. Nach unserem Raubzug sozusagen, denn es wurde ja eingebrochen bei uns, haben wir die erste Innenveranstaltung wieder, denn wir haben ja schon gegrillt dieses Jahr und die Stimmung, die ist famos. Schauen Sie doch mal rein. Meist sehr beleidigt sind. Jetzt alle Hände nach oben, alle Hände klatschen. Doch oft ist es zu spät, weil alles schon besoffen. Ich sage nichts mehr. Ja, liebe Freunde, heute wird kräftig gefeiert hier, kräftig gefeiert im Stiftungshaus. Karneval, Fasching, nach unserem großen Einbruch geht's heute wieder rund. Es gibt leckeren Gulasch und natürlich tolle Musik. Es ist noch so wer hat noch nicht, wer will noch mal, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Das
glücklich sein. Hier gibt's alles, was ich liebe. Tote Oma und auf Sachsenwein. Auch ein kühles Bier, das verrat ich dir. Kann was richtig Schönes sein. Das wirst du schon erleben. Da ist doch die Welt so klein. Wir könnten Stadt in Sachsen längst in der Karibik sein. Nee, nee, bloß nicht Sachsen. Das fällt mir gar nicht ein. Aber ich steh noch auf Sachsen. Wie kann das möglich sein? Wir sind wieder mal im Fieber. Hinaus. Wir könnten lange schon weg sein, doch diesmal bleiben wir zu Haus. Ja, wir stehen auf Sachsen, denn Sachsen macht uns an. Ja, yeah, wir stehen auf Sachsen, so was von Anfang an. Ja, yeah, wir stehen auf Sachsen, so was von Anfang an. Machen wir ein Fest.
Keiner geht nach Haus. Erst nach dem letzten Glase gehen hier die Lampen aus. Heute machen wir ein Fest aus. Und zwar die ganze Nacht. Da bleibt kein Auge trocken. Bis morgen früh. Stimmung heute. Hummel, Hummel und Humor. Direkt mit unseren Freunden hier im Stiftungshaus nach dem Beutezug. Und wenn Sie einmal spenden wollen für die Ellermann Stiftung, dann gehen Sie doch einfach mal auf die Seite Andreas Ellermann Stiftung oder bei Facebook Andreas Ellermann Stiftung. Dort können wir und freuen uns über jede Spende. Ich sage Dankeschön, tschüss, bis nächste Woche wieder. Ihr Andreas Ellermann.